Eine Philosophie. Ein Unternehmen ist wie die Arche Noah. Es gibt dort Löwen, die die Ordnung unter den geringeren Tieren aufrechterhalten sollen. Mr. Fink ist ein guter Mensch. Wer hart arbeitet, der wird auch belohnt. Sie liefern Fleisch, Milch und sie arbeiten. Und dann gibt es noch die Hyänen. Die Unruhestifter, die immer nur die Pferde scheu machen. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und warum solltet ihr das wollen? Wer will schon sorgen? Kraft! Ein Tonikum! Links, Wunderformel, urzeitliche Mysterie. Ich habe Geld gefunden. Willkommen bei der Personalabteilung von Fink Industries. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Verzeihung, Sir. Aber es hat doch geheißen, hier gäbe es Arbeit. Meine Papiere sind alle in Ordnung. Kann schon sein, aber wir sind voll.
hast das Geld für die Fahrt von Baxentown hierher gegeben. Nun, wir nehmen so viele drittklassige Tagelöhner, wie wir im Moment wollen. Okay. Und wenn ich morgen wiederkomme? Momentan arbeiten Sie nicht für Mr. Fink. Sie können also gehen, wohin Sie wollen. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Versperrt. Mal sehen, was ich tun kann. So. Genau das, was wir jetzt brauchen. Elizabeth, hilfst du mal? Bitte sehr. Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finkton. Und kostet uns unterwegs das Leben. Die Rache wird mein sein, so spricht der Prophet. Auf das Getriebe zielen! Ich kann nichts finden. Brauchen wir Geld? Hier, Mr. DeWitt.
Ashmi Chen Lin, gesucht wegen Kontakt. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Kriegst du das auf? Sieht einfach aus. Was sind Sie lieber? Fertig. Sitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht gelebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Ich sehe da drüben ein Lockpick. Hier, gut aufheben. Schloss. Bitteschön. Slates Schrank. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ich grüße euch.
Mein Name ist Jeremiah Fink und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Vielleicht sollten Sie rangehen. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Tja, der Mann hat ein Ego. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt. Wir brauchen einen Kohlentransport. Die Kohle muss von Fink Manufacturing nach Shantytown. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? 10 Minuten. Wer bietet 9? 9. Ich biete 9. 9 Minuten lautet das Angebot. Wer bietet 8? 9 Minuten. Wer sagt 8? 8. 8 Minuten sind geboten. 7,5. 7,5 Minuten. 6 Minuten. 15 Sekunden. 6 Minuten. 5. 5 Minuten 50. Ich schaff's in 55. 55. Ich sagte 55. Jemand unter 55? Der Kohlentransport geht an den Arbeiter im blauen Hemd. Und euren Lebensunterhalt tritt. Benötigt wird ein Rohrleger, ein Leck in der Pearl Street. Startgebot ist 20 Minuten. Höre ich 19? 18. 18 Minuten sind jetzt geboten. 17. Das Angebot steht jetzt bei 17 Minuten. 14. 14. Wir stehen bei 14 Minuten. 10. 10. 10. 59. 59. Jemand drunter? 9 und 10. 9, 10. 9. 9. 9. 8, 33. Ich höre 8, 33. 8, 33. 8,33! Der Klempnerjob geht an den Arbeiter im grünen Hemd. Ich brauch den Job. Das ist ein Finkmann, ein effizienter Mann. Keine weiteren Jobs für heute. Geht heim! Geht heim! Nein, ich brauche den Job. Meine Familie muss essen. Wir brauchen Arbeit. Arbeit, Arbeit, los, Arbeit. Hallo, schwindet. Geht nach Hause. Und zufrieden mit dem Lohn? Seid guten Mutes. Historiker berichten, der Maler
ist es, Booker? Chen Lin, Waffenschmied. Wollte das Präsidentenagentur annehmen, wenn man ihm nur $1 pro Jahr bezahlte? Also, haltet Geld und Beruf stets auseinander. Kriegst du's auf? Ein Schloss wie dieses habe ich noch nie gesehen. Antidrucksperre, Federbolzen, Verschlussvorrichtung. Man braucht einen Rambock, um das zu öffnen. Diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Vielen Dank. Drüber gelesen. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhi-Baum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet.